Eine 13,5-Tonnen-Glocke, die in 35 Meter Höhe mit einem 500-Tonnen-Kran im zeitweisen Blindflug in ein aufgemauertes Fenster des Paderborner Domes gehoben wird. Was sich spektakulär anhört, war es auch. Das Interesse von Medien und Zuschauern war dementsprechend hoch, als die Glocken über der Innenstadt schwebten. Trotz des aufkommenden Windes hatten der Kranfahrer Tobias Schade und seine Kollegen alles im Griff und setzten zuerst die kleine 1000 Kilogramm Glocke und dann die große 13,5 Tonnen Glocke beinahe zentimetergenau auf der zuvor montierten Schiene ab. Auf einem Schlitten wurden die Glocken dann in den Turm gezogen. Auch hier Zentimeterarbeit. Als die Glocken dann rechtzeitig vor dem angekündigten Gewitter im Turm waren, hatte das Zittern ein Ende. Nachdem die Teile an den richtigen Stellen montiert und platziert und die Intonierungsmaßnahmen abgeschlossen sein werden, wird das Geläut am 21. Juli zum ersten Mal in Betrieb genommen. Passend zu Libori hat dann die Zeit ohne Glocken in Paderborn ein Ende.